Präsident, meine Damen und Herren. Sollte man Schriftsprache oder kann man Bandwünsche? Soll man Schriftsprache sprechen? Für wen? Ich glaube, das ist nicht nötig, wenn man über Bandwünsche. Ich möchte von meiner Sicht als Präsident von der Lobag, möchte ich hier eigentlich die Sicht von der Berner Landwirtschaft hier euch darstellen. Ich möchte dazu eigentlich ein Beispiel machen von einem Betrieb, wie er hier in der Region jemand vorkommen kann. Wir haben das Beispiel gewählt, 28 Hektar. Das ist leicht über dem Schnitt natürlich, aber immerhin, um das Beispiel zu nehmen. Hier. Der Betrieb hat Milchkühe, im Hofstall hat er 30 Milchkühe. Er macht Aufzucht, Ackerbau und Obst. Tut direkt zum Markten. Das ist auch gang und gern. Die Frau geht noch arbeiten, damit er die Zeit kommen kann. Geht die Frau 80% arbeiten. Der Betrieb baut neben der Milchviehhaltung und neben den anderen Kulturen baut er 8 Hektar Getreide an, zum Beispiel. Von den 8 Hektaren nehmen wir an, sind 5 Hektar Brotgetreide, Weizen. Und der Weizen, der Preis, der letztes Jahr gesenkt wurde, ist nämlich 10 Franken. Das umrechnet, dann gibt das pro Hektar 700 Franken bei einem Ertrag von 7 Tonnen. 7 Tonnen mal 10 Franken gibt 700 Franken, mal die 5 Hektare gibt 3.500 Franken, die er Einkommensminderung hat. Das wäre das, was jetzt, letztes Jahr ist passiert, nicht das, was jetzt passiert, für das Beispiel zu bringen. Und wie ihr alle wisst, ich habe es noch erlebt auf AVL, nicht auf meine Rechnung, aber ich habe es noch erlebt, der Weltpreis war 107 Franken. Und jetzt seht ihr, hat sich also mehr als halbiert, hat sich der Preis. Und ich sehe, wo die wirtschaftliche Situation von diesem Getreidebau ist. Wenn man auf der anderen Seite sagt, ja, es ist billiger geworden, ja, warum ist es denn gegangen? Warum? Gegangen ist natürlich, es hat eine gewisse Rationalisierung gegeben, das wissen wir. Wir haben gewisse Sorten, die mehr Erträge haben, das haben wir auch realisieren können. Aber die Produktionskosten, vom Dünger her, von der Maschine her, ist absolut gleich geblieben, ist gestiegen. Der Dünger ist massiv gestiegen. Ist ein bisschen zurückgekommen wieder jetzt, aber ist massiv gestiegen. Ist etwa um 60-70% ist er gestiegen, wenn man, jetzt, wenn man es rechnet auf den heutigen Stand. Und auch vom Pflanzenschutzmittel her, der ist ca. 50% sind die gestiegen. Maschinenkosten wissen wir alle selber, aber ich sehe rationalisiert, aber auch dort ist eine Kostensteigerung von etwa 20%. Die Schere geht weit. Und die Schere ist jetzt nur der Entscheid, der ist vom EVD beschlossen worden, wird noch einmal verschärft. Ein Entscheid, der nicht nötig war, wo wir uns selber eigentlich, wo wir uns selber das Leben schwärmen. Das können wir nicht mehr länger akzeptieren. Das können wir nicht länger akzeptieren, dass handstreichartig, nicht vorankündigend, sehr kurzfristig irgendwie so etwas entschieden wird vom BLM, von Frau Leuthard, aber auch vom EVO. Wenn man die Anbauung getreten hat, den letzten Jahr anschaut, der Präsident hat von der Schweizerischen Verband hat vorhin gesagt, der schweizerischen Ebene, wenn wir es im Kanton Bern anschauen, ist der Rückgang vom Getreide noch dramatischer. Er ist um etwa 17% ist der in den letzten 10 Jahren zurückgegangen. Die Ackerfläche um 10%. Das hat natürlich auch mit gewissen Verlagerungen in der Produktion zu tun. Das ist eigentlich nicht so dramatisch, aber dramatisch ist das vom Getreide. Wenn man natürlich die Ernährungssituation weltweit anschaut, und so ist entschieden worden, wenn man sieht, wie die Weltbevölkerung zunimmt, die Klimaveränderungen zunimmt, wie das Sacherland, vor allem in der Schweiz, wie das sinkt, wenn man diese Faktoren linkt, dann darf man eigentlich nicht. Auch vorausschauen. Und wir warten ja von der Landesregierung, dass sie ein bisschen vorausschauend ist, dass sie vorausschauend die Situation analysieren muss. Dann können wir das eigentlich nicht akzeptieren, was jetzt eigentlich hier vorgeht. Ich fasse kurz zusammen. Wir Bauernfamilien und auch ihr, die hier anwesend sind, Getreideproduzenten, wir produzieren unter natürlichen Ressourcen. Das Schweizer Volk hat es ausdrücklich gewünscht, dass wir so produzieren. Wir wissen, der ökologische Leistung zu sein, die wir bringen müssen. Wir wissen, dass es Konsumentenmeinung ist in Sachen von Nahrungsmittelproduktion.
Getreidebau ist nach wie vor auf vielen Landwirtschaftsbetrieben ein wichtiger Zweig. Und zwar auch gerade von der ökologischen Seite her, von der Fruchtfolge her. Schaut die Fruchtfolgevorschriften, die wir haben, wo wir eben das Getreide brauchen, als Wechsel von den verschiedenen Kulturarten zur anderen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Es ist auch wichtig, von der Nahrungssituation von den Leuten her, ich habe es vorhin gesagt, die Ernährungssituation weltweit. Aber wir können hier anders sagen, wir können die gesunde Ernährung von unseren Konsumentinnen und Konsumenten, von uns selber, mit einheimischem Brot, Wir wissen auch, die Züchtung von Getreide hat sehr grosse Fortschritte gemacht, auch in der Schweiz. Wir können heute ohne etwas 100% Eigenversorgung den Brotbedarf decken. Und darum ist es umso wichtig, dass wir die gesunde, hochwertige und einheimische Ernährung, dass man dort eigenes Getreide haben kann. Wir Bauern, wir lassen uns nicht mehr weiter auf den verschiedensten Zweigen gehen und gehen wieder vom Unterstellen. Hausgemacht. EU-Freihandelsabkommen mit der EU ist nicht von außen. Und schon Frau Leut hat gesagt, ja, Grenzen wären offener und so. Man ist selber aktiv dagegen, man ist selber aktiv, geht nach Brüssel. Da jetzt kommen wir vor der ABA wieder gesehen, dass ja, das jetzt auch wieder mit den bilateralen Kundendruck, aber nicht hier in diesem Sektor Kundendruck, generell mit den bilateralen Kundendruck, aber nein, wir gehen noch selber, wir tun selber das Freihandelsabkommen beantragen bei der EU. Hier tun wir den Zoll senken. Handstreichartig, ich habe schon vorhin gesagt, Handstreichartig von einem Tag auf den anderen, sagt man plötzlich, der Zoll geht so und so wieder zurück und so. Vielen Bauernfamilien die Existenz unter den Boden und den Füßen wegziehen. So geht es nun weiter und wir wehren uns und ich bin froh, dass ihr alle da seid. Und wir wollen mit dieser Aktion uns zur Wehr stellen, dass wir unsere Erwerbsgrundlage und wir nicht weiter tun, uns die Existenz entziehen. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit.